So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Fifangelo. Und heute bin ich in Lotte, denn das Pokalspiel Rödinghausen gegen Dynamo Dresden steht an. Ja, und so schnell sieht man sich wieder, Dynamo Dresden. Letzte Woche noch in Bielefeld gewesen, da habt ihr den Vlog gesehen sicherlich. Und jetzt spielen sie hier in Lotte gegen Rödinghausen. Bin ehrlich gesagt ein bisschen froh darüber, dass Rödinghausen nicht zu Hause spielt, sondern hier in Lotte. Denn da gehen wirklich nicht viele rein, wie ich schon in einem Video gesagt habe. Das Ganze wollte ich jetzt eigentlich sogar auf irgendeiner Raststation drehen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Von der Autobahn. Das habe ich aber lieber nicht gemacht, denn der war fest in gelber Hand. Und ja, man kann ja nie so genau wissen bei den Dresdner. Da dachte ich, ja komm, fahr weiter, ist egal. Gut, alles klar. Ich habe Block Q. Ich hoffe mal nicht, dass das ein Dresdner Block ist, denn das ist genau neben den Gästefans. So, jetzt muss ich dich unterbrechen. Denn es war genau im Fanblock der Rödinghauser. Nicht wundern für die andere Kameraperspektive. Das nehme ich hier gerade nach dem Spiel auf und jetzt geht's gleich weiter. Ich hoffe mal, dass es ein neutraler Block ist, aber das werden wir gleich sehen. Wir gehen los und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Thank you.
Alles klar, das war das Spiel und boah, heftig, Alter. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet und dann auch noch in der 123. Minute. Also das ist echt unglaublich, Wahnsinn. Stimmungstechnisch von den Rödinghauser hätte ich weniger erwartet, ja. Die haben nämlich gut was mitgebracht hier noch, Lotte. Haben sogar einen eigenen kleine Fanszene, sag ich mal so. Amigos hießen sie, glaube ich. Das habe ich auf so eine Kutte gelesen. Naja, gut. Ich kenne mich jetzt in der Fanszene von Rödinghausen nicht so gut aus. Auf jeden Fall für das kleine Kaff in An- und Abführungsstrichen, sag ich jetzt mal, war eine gute Stimmung auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hätte weniger erwartet. Von den Dynamo-Fans hätte ich allerdings wieder mal mehr erwartet. Aufgebot war diesmal top, also die haben anderthalb Tribünen voll gemacht, so muss es sein. Stimmungstechnisch wieder mal hätte ich mehr erwartet, ganz deutlich. Zwischendurch immer laut gewesen, wie man es auch eigentlich von denen kennt, nur ja, also das war schon mal Zeiten, da war es auf jeden Fall besser. Ich sag nur, ne, vor 4 Jahren Dynamo in Bielefeld. Das war eine Stimmung und nicht das von heute. Ja, nach dem Spiel, wie ihr gesehen habt, haben die noch da so ein bisschen randaliert, mit Stangen geworfen, Bullenaufgebot und halt solche Sachen, was man halt von Dresden kennt. Gut, alles klar. Also große Überraschung auf jeden Fall hier in Lotte. Rödinghausen schlägt Dynamo mit 3-2. Ich bin mega gespannt, auf wen die Rödinghauser in der nächsten Runde treffen. Ich weiß nicht ganz genau, wann die Auslosung ist, aber
Auf jeden Fall, das wird Bombe. Und ich denke mal, das wird auch wieder hier in Lotte sein. Vielleicht fahre ich hin, wenn die Anschlusszeit stimmt. Wird dann wahrscheinlich auf Mittwoch sein. Oh, oh, oh. Kann man das sehen? Da sind sie. Die Kumpels. Hier von Polizei begleitet. Weiß jetzt auch nicht, warum ich die Kamera schwenke. Das wollte ich eigentlich nur mal gerade gezeigt haben. Gut, alles klar. Dann schreibt mir gerne eine Bewertung unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abonnement. Und dann bleibt mir auch nicht mehr viel übrig zu sagen. Außer ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Vormittag, Zwischenmittag, was auch immer. Bis zum nächsten Video. Ciao.